Hallo und herzlich willkommen. Das sind wir wieder bei Me with Dynasty und mit Pani wieder dabei. Der Link dazu ist in der Beschreibung und auch in der Informationskarte, Infokarte. Also ich gehe mal rausgucken, ob er schon da ist. Muss schon mal ganz schnell durchs Fenster gucken. Hallo. Hallo, lieber Huber und Community. Moin, Community. Ja, wir haben heute was vor, ne? Genau. Erst will ich heute mal auf meine Helga hüpfen. Also, ich Aha, meine, aha. ein bisschen mit ihr lästern. Ja, dann mach mal, hüpfen mal. Wo ist sie denn? Helga, bist du das? Ne, das ist nicht die Helga, oder? Ne, das ist Drooslava. Wo ist mein Püppchen? Das ist nur ein Bett. Wenn ich sie finde, da ist sie doch. Mit dem kleinen Dutt am Rücken, am Hinterkopf. Warte mal, Helga, bleib mal stehen. Hello there. Hello there. Romantik. Da habe ich mich gefragt, letzte Nacht hatte ich diesen seltsamen Traum. Ich war dabei, ein Haus zu bauen, aber jemand anders hatte die Kontrolle über meinen Körper und sah durch meine Augen. Dann hörte ich diese seltsame Stimme, die klang, als käme sie von weit her. Sie sagte: Mist, er hat schon wieder Ruhe. Sehr merkwürdig, oder? Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe oft einen Traum, in dem ich mich überhaupt nicht bewegen kann. Ich starre einfach nur mit weit ausgestreckten Armen ins Nichts. Das ist wirklich gruselig. Das ist gut. Na, da, Pani? Ja, ich bin Ach so. da. Sorry, dass ich so leise bin, aber ich hab irgendwie. Weiß ich nicht, ich muss die Ressourcen irgendwie doppelt sammeln, dass ich sie aufheben kann. Have a nice day. Komisch. Oh, ich habe ein neues Level von Diplomatie. Sehr schön. Ja, Aber du solltest. muss auch ein bisschen Loverboy spielen, ne? Ja, später. Ich sammle erstmal ganz in Ruhe Pilze hier. Will erstmal breitwegerig sammeln, da der Pani mich ja fast totgeschlagen hat vorhin. Ja, war schon ein bisschen komisch, so weit wie Quick stand. Ja, er sagt, es war aus Versehen, aber weiß es nicht. Nein, ich war schon ein Scherz. Kann ja mal passieren alles. Jo, haben wir dann eigentlich schon Frühstück gegessen? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht, wahr? Nee. Nehme mein Frühstück mit Breitwiegerich zu mir. Oh, ist auch ganz viel. So, hier haben wir noch einen leckeren Eintopf drin. Oder eine leckere Kohlsuppe. Ich kann Romeo machen. Haben wir hier, nimm mal eine Kohlsuppe und einen Eintopf. Eins, wo da jetzt die Kohlsuppe da? Guck mal, wenn du bei Diplomatie Diplomat eingibst, dann kriegst du 10% mehr Reputation für deine Dynastie und der Effekt addiert sich auch von anderen Spielern. Ach so. Okay. Dachte ich mal als erstes. Das heißt, wenn ich die 10% habe und du die 10%, haben wir schon 20%. Na. Habe ich denn jetzt? Jetzt habe ich Apfelwein gesoffen. Aus Versehen. So, ich bin wieder voll lebendig, aber ich bin besoffen. Da siehst du, das ist auch mal mit feiern. So, der Paddy macht gerade mal ein paar Rühreier zur Abwechslung. Weil da kann ich gerade auslaufen. Macht er denn gerade? Hallo, da ist er ja. Oh.
Schon direkt wieder. Ich wollte eigentlich hier rein. Sieht schon lustig aus, oder da was? Ah, herrlich. Kann ich mal mit Wasser über mein Haupt, damit ich vielleicht schneller wach werde? Oder nüchtern? Dauert aber ganz schön lange, doch. So, ich wollte noch ein bisschen jagen gehen, ne? Hab ich gesagt. Ja. Wie ging das noch mit dem? Nee, das. Ja, ich immer den Chat, ne? Ich will den Chat rausrauen. Wie ging das nochmal? Wie ging das Rädchen nochmal? Du sag mal, ich werde heute mit dem Spiel gerade nicht hin. Ich hab gerade einen Eintopf gegessen und noch irgendwas. Und hab das nicht hochgekriegt. Ja, bei mir hat es gerade eben geklappt, zumindest mit dem Essen. Guck mal. Also ich bin immer noch ziemlich weit unten vom Level her. Auch das Wasser trinken hat nicht geklappt. Was ist denn das da? Aber du bist jetzt aus dem Wasser. Ich hab da aber, wo ich dich da aus Versehen geschlagen habe, danach habe ich getrunken gehabt. Warum? Eintopf verbraucht. Jetzt habe ich hier noch eine Holzschale drin. Jetzt hat es geklappt. Okay. Keine Ahnung, was das war. Oh, jetzt habe ich 3 Bonis angezeigt. Schön. So viel halt gegessen, dann siehst du. So wollten so. Jagen und Häuser bauen, ne? Genau. Wolltest du bei dir noch ein paar Häuser bauen oder so? Hatte ich eigentlich irgendwie. Ich überlege, wo ich die hinbauen soll. Ist denn, wenn du die, ich hätte so überlegt, die um die Feuerstelle hier zu bauen hier. Um die Feuerstelle. Aber hier ist nicht mehr so viel Platz, ne? Da ist kein Platz. Wollte gerade sagen, da habe ich ja die Baumfelder immer. Na, dann mach die doch hier auf der Seite hier. Ja, eigentlich wollte ich mich feldtechnisch noch ausbreiten. Ja, denk doch, wir müssen die Häuser irgendwo hin haben, ne? Die Felder würde ich irgendwann, würde ich doch da unten hinpacken, eventuell. Wo unten? Hier so auf der Seite hier vielleicht. Weil wir haben ja noch mehr Häuser, die wir noch nicht gebaut haben. Wenn wir uns hier alles ausbreiten mit Feldern, dann haben wir nachher keinen Platz mehr zum Bauen. Ja, stimmt auch wieder. Naja, ich meine, hier hinten passt auf jeden Fall noch ein Haus hin. Ja. Hier neben. Aber war der Platz nie schon reserviert für irgendwas? Ich bin jetzt gar nicht mehr so sicher. Weil wir können doch mal kurz durchgucken. Technologie, so. Wie immer durch. Brunnen haben wir, Materiallager haben wir, Holzschuppen haben wir, einfaches Haus, klar, Grabungsschuppen. Grabungsschuppen? Haben wir Grabungsschuppen schon? Ja, hier ist er. Den haben wir schon, okay. Jagdhütte haben wir, Kräuterhütte haben wir, Fischerhütte haben wir. Ja. Nahrungsmittellager haben wir, Scheune haben wir, Feldschuppen haben wir, Hühnerstall haben wir. Wir können den Schweinestall bauen, Wolle. Ach ja, stimmt. Wolltest du den nicht da hinten bei dir an deinen Feldern machen? Vielleicht so mittendrin oder so? Oder den hier hin, direkt an der Ecke. Dann können wir hier noch Häuser bauen, auch 1, 2. Ja. Ja, ich würde ihn hier hinsetzen. Also ich würde deine, okay. Deine Leute würde ich irgendwo an deinen Feldern hinbauen, weil dann haben die es nicht so weit zum Latschen und sind schneller bei der Arbeit, weißt du? Naja, dann kann ich ja rechts noch welche hinbauen, da unten, wo du gesagt hast. Ansonsten dann mag erstmal hier noch einen Weg an dem Feld hier vorbei machen und ich versetze das Feuerlager. Dann kannst du hier noch Häuser bauen. Nö, das Lagerfeuer würde ich hier lassen. Also wir können ja hier vorne trotzdem Häuser bauen. Müssen wir mal gucken, wie das aussieht.
Aber hier kannst du auf jeden Fall, ich glaube, ich habe hier für die Häuser freigelassen gehabt hier. Wenn wir hier so einen Mittelweg machen bis zu dem Feuer, dann können wir hier links und rechts noch zwei Häuser jeweils bauen. Ja, warte mal, lass uns mal weiter durchgucken. Ich Wo guck war gerade das die jetzt? Häuser. Also Schweinestall müssen wir bauen. Ein paar Häuser, klar. Nähe Werkstatt haben wir, Küche haben wir, Schmiede haben wir, Näherei haben wir. Als nächstes wäre dann die Werkstatt Stufe 2, aber da brauchen wir noch ein paar Punkte. Also das dauert noch ein bisschen. Das heißt, jetzt würde ich erstmal den Schweinestall anzeichnen, den würde ich hier drüben hinsetzen. Was ich schlecht finde an dem Spiel, ist den Bienenstock nach den Kuhstall. Ja. Du kriegst erst den Kuhstall und danach kannst du erst den Bienenstock freischalten. Das finde ich irgendwie ein bisschen sinnlos. Weil ich würde Also es ja eher bisschen. machen nach bei den Feldern in der Arme, aber es ist. Naja. Es ist halt so, wie es So. ist. Ah. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den hinsetzen will. Weil hier so, ach, da steht ein Stumpf. Den muss ich ausgraben. Ach nee, da steht da. Nee. Nee, pass auf, dann machen wir den Schweinestall doch hier drüben hin. Markiere erstmal einen Weg lang. Wolltest du denn, dass wir deinen Feldern noch. Warte, wo ist ja noch erst Häuser bauen? Guck mal eben, was. Ich würde hier hinter dann gerne noch ein Haus bauen, aber es geht wohl nicht wegen dem Lehm. Werde ich kein Haus hinkriegen hier. Irgendwo. Das Lehmfeld, was wir hier haben, ist ja riesengroß, ey. Ist aber nicht so eng, was wir uns hier ausgesucht haben, muss ich sagen. Aber geht. I know not every marriage is built on love, but this one I'd love to have a Und hier nämlich auch noch Häuser bauen, haben wir auch noch Platz. Was schön wäre, Na? wenn die sich abends noch um ihre Felder kümmern würden, wenn wir jetzt da ein zäunendes Haus und dann da ein Feld hinten dran machen, das wäre mal nicht schlecht. Dass jeder seinen kleinen Hintergarten, Vorgarten hat oder so? Ja, Oder zum Beispiel ein Kräutergarten oder sowas. Wie viele Häuser haben wir denn jetzt überhaupt, dass die besetzt sind? Das hier steht leer. Wollte ich denke gerade auf den Grubenmeister haben. wo ich der Ahn hatte kreiert. Ja, richtig so. Holz, verdammt. Liegt falsch. So, was wollte ich? Holz wollte ich holen, genau. So. Vierundsechzig Bretter haben wir hier drin. Das ist ja ordentlich. Die Flachs sollten wir hier rausnehmen. Davon brauchen wir was. Den Leder ist drin, okay. Alter, 500 Steine haben wir hier drin. Wo sind denn die Helga drin? In welchem Haus? Oh, ich bändel gerade mit der falschen Person an. Okay.
Zuweisung verwalten. Ich muss die Helga mal die falschen mit dem falschen einsortieren. Hä? Jetzt hat er hier zweimal den Schweinestall gebaut. Mit ihm den auch noch. Ach, Dobronik war von dir, ne? Den hattest du ja geholt gehabt, glaube ich, oder? Nee. Wieso ich nicht mehr, oder? Bitte, nicht mehr sagen. Wo bist denn der Dobronik? Wo wohnst du denn? Mega Holz. Achso, der Kranmüll ist von dir, den hast du geholt. Was habe ich denn den alten Sack geholt? Was hast du geholt? Einen alten Sack? Ja, 31 ist der schon. Okay. Musste ich mal Helga mal umsetzen. Nicht, dass sie noch trächtig von einem anderen wird hier. Das gibt es ja wohl gar nicht. Noch trächtig von einem anderen wird. So, aber ich würde. Also, ein Haus steht da noch frei hier. Wo kann man eigentlich gucken, wie viele Leute wir insgesamt haben dürfen? Steht hier nämlich nirgendwo. Hier steht nur, dass wir 4 von 4 Arbeitern haben. Okay. Aber nicht, wie viele wir haben dürfen insgesamt. Ansonsten würde ich nämlich nochmal so 2, 3, 4 holen. Für dich 2 noch oder so, oder? Ja. Oh. Macht doch da irgendwas. Oder du gehst für dich nochmal selber los. Nachher, wenn du mit dem Stall fertig bist. Weil ich habe jetzt 3 Stück für Bitterwork, okay. Ne, Druslava war Tierzüchter, hier für die Hühnchen, ne? Dobronik ist Jäger, Helga Jäger und ein Holzfäller. Also ich brauche für Stein, kann ich da 3 machen? Gerne 2 für Stein-Dings haben. Und noch ein Holzfäller am besten. Also 3 würde ich gerne noch haben. Könntest ja mal überlegen, wie viele du haben würdest. Gerne, dann sage ich dir Bescheid, ob da irgendwo welche netten Leute sind. Na, ich brauche auf jeden Fall hier was für einen Schweinestall. Gehe ich mal nach Skaugi. Ach, ich muss ja gleich Dachse jagen. 3 Stück. Und das war was. Ja. Ganz wichtig. Dachse, wo war die? Dann liegen die auf dem Weg vielleicht. Kann man die auswählen? Nee. Das ist ein Dachs. Das ist ein Dachs. Dann gehe ich dann doch mal erst nach Pristova. Oder da oben. Wobei wir hier gegenüber ja auch noch was hinstellen könnten. Auf der anderen Flussseite, aber da weiß ich jetzt nicht. Der Hahn ist entflohen. Wett. Der steht hier am Wasser und guckt hier ins Wasser rein. Achso, nee, das ist okay. Hier ist kein Zaun am Wasser, okay. Wollte ich gerade sagen, am Wasser habe ich ja extra den Zaun weggelassen. Weil ich war gerade schon ein bisschen verwundert, dass der einfach abgehauen ist.
Wie habe ich denn immer das Rad hier mit dem mit den Auswählen der Waffen? Wo war denn das nochmal? Na, Mausrad drücken. Ach, danke, genau, stimmt. Das war's. Drei Dachse. Kommen wir da schon einer gegen? Ja, ey, cool. Hat einen Service. Wenn ich es so treffen würde. Ich jag dich gleich mit Beil, Mann. Vom Speer. Treff den halt einfach nicht, ne? Junge, Junge. So, ich habe gerade noch zwei gesehen. So, wie viele Steine brauchen wir? Ich weiß nicht, ich hab nicht aufgepasst. Steine braucht ja keiner mehr, Penny. Nein. Ich glaub, das ist echt besser, die mit der Axt kloppen zu gehen, weil mit Pfeil, die sind so flink, die Viecher. Okay. Nummer zwei. Also eigentlich immer vier. So ist der zweite, dort der meine ich. Hier lang gelaufen. Der Wicht. So, wie waren das gewesen? Moment, wo sind die Bretter jetzt? So. Stapel fallen lassen. Die Bretter habe ich mal ausgelagert, oder? Das heißt? Die habe ich aus der Kiste rausgenommen. Oh, schön. Ach scheiße. Ich wollte keine Holzwände machen. Mist. Kann ich das nochmal wegmachen? Ja, kannst du mit, wenn du Rechtsklick mit dem Hammer machst. Ja, hat gefunden. Hm. Danke. Und dann kann ich es bearbeiten. Würde ich sagen, machen wir hier. So. Sehr schön. Wolltest du mit der Wand quatschen oder? Wo ist denn der Wand? Nö, mach du das. Mach du das. Okay. Wie gesagt, ich baue hier gerade zwei Häuser. Hm.
Die haben mir das halbe Leben weggeknabbert. Okay. Dann sind wir schon bei 25 Minuten? Ne, wir haben noch gar nichts gemacht. Ja. Ja, wie schnell die Zeit schon wieder verrennt, das ist unglaublich. Ja. I'm an experienced traveler. But I only travel when nobody's watching. I don't get why some people don't like the smell of fish. I could eat them all the time. So, was steht denn die Alte, das Alte bei den beiden Leuten, die hier sitzen? And I'll give that a try. Grüß, ne? Have you ever wondered what a world? Der Ingolf ist ein guter Fischer. Hier ist Ingolf und Bolesva, beides Fischer. Und beide 20 und 22. Also sie ist 22, 20 und er ist 22. Ja, dann nimm sie damit. Kannst du mal gucken, ob wir in dem. Kannst du mal aufhören zu quatschen? Kannst du mal gucken, ob wir in der Fischhütte wie viel wir da reinballern können? Das kann ich auch selber eigentlich, ne? Ja. Do you have your eye on anyone? Travels are all very well, but I would love to finally put down roots. We'll work for food and water and some firewood and a roof over my head, of course. Haben wir bei der Fischhütte schon ein Haus? Bei der Fischerhütte schon ein Haus. Ja, haben wir. Warte mal, da könnte, denke ich mal, auch schon was drin. Aber da ist noch keiner zugeordnet. Also das heißt, du kannst direkt die Leute dann hier einziehen lassen. Also da sind schon, es steht schon ein Haus. Okay. Why is bread so expensive? Because of the taxes or what? Von den beiden. Bolest war nämlich, weil die können wir noch als Diplomate sozusagen einstellen zur Not. Okay. So. Kannst du sie dann zuweisen, weil du weißt ja, welches Haus das ist. Ich weiß nicht, ob du das schon dran geschrieben hattest. Kann ich machen. Nee, dran geschrieben habe ich es nicht, aber kann man da dran schreiben? Ja, ja, wenn du aufs, auf die Hausplatte gehst und dann auf F oder H, weil ich da ganz eigenen Namen gebe. Da steht schon dran auf Fischerhaus, Wolle. Ach, kannst du zuordnen, schon. Okay, also du bist gerade im Dingens. Wieder alle in der Schinke, oder was? I found a snake in my shoe. They have absolutely no respect for privacy. Thank you. Sehr schön. Ja. Wir haben noch Fackel 12, Holzstämme 4 und 23 Stöcke. Die wir noch zur Quest brauchen. Okay. Oh, jetzt ist mein Hammer kaputt hier. Echt jetzt? Ja, am Haus steht jetzt nichts drauf. Da steht nur Hunfeld 1 und die anderen Häuser nicht. Aber in der Verwaltung steht Fischerhaus direkt hinter dem Haus. Hinter. He may look like an idiot and talk like an idiot, but don't let that fool you. He really is an idiot. Ich habe keine Ahnung, wo das Haus ist. Das Haus selber ist nicht benannt. Also nicht das Fischerhaus, sondern das Haus, wo die wohnen sollen. Ja, das ist benannt. Wieso habe ich das ja nicht in der Liste? Warte. Also wenn du auf Verwaltung klickst, dann auf die Häuser klickst, steht direkt in Klammern dahinter Fischerhaus. Da hast du aber jetzt ihn schon zugeordnet. Ja, toll, das ist wahrscheinlich ein Mann, eine Frau wahrscheinlich schon drin, oder?
Ich bin da zugeordnet. Ach, ich hab mich selber zugeordnet, ich Idiot. Warte mal. Warte mal. Ich muss mich wieder meinem auszuordnen und dann. Das war ja clever. So, jetzt ist es wieder frei. So, warte. Ich ordne mal da. Wem soll ich dazu ordnen? Die noch frei ist. Da, Bonus Lever. Ja, dann auch. So, Haus zuweisen. Einfach raus. So, die. Dann kann ich ihr gleich den Arbeitsplatz zuweisen, wa? Mhm. Was haben wir gesagt? Fischerhütte. Aber da passt bloß eh ein Fischer drin. Ja, ich habe auch nur eine geholt für die Fischerei. Ah, okay, alles klar. Ich habe die nur dazu genommen, falls wir später für sie noch ein Männlein haben, dass sie dann zur Diplomatie kann. Aber was da genau ist mit Diplomatie, habe ich noch nie gemacht. Wolle, willst du zurückkommen? Wieso? Ach so, oh ja, ja, ich komme zurück. Ich glaube, wieso? Also ich will nicht drängeln, aber wir sind bei 31 Minuten. Ja, ich bin schon hinterm Dorf. Warte mal. Dauert ein bisschen, bis ich da bin. Ich renne, ich eile. Dann mach dir schon mal dein Feuerchen an. Nett. So, mein Feuerchen ist auch an. Dann können wir uns kurz mal ein Feuer setzen, bis Wolle da ist. Hast du die Fackeln schon fertig oder so? Nee. Warte mal, ich guck mal in der Tasche. Fackeln. Wo ist denn nochmal? Nee, die müsste ich erst bauen, die Fackeln. Oh, doch in die falsche Richtung. Dann könntest du ja beim nächsten Mal die Quest eben noch abgeben. Ich weiß auch nicht, wie das ist mit den Jahreszeiten hier mit den Quests. Mhm. Mal gucken, kann ich hier im Sitzen bauen? Kann ich nicht. Warum steht der nicht auf hier? X gedrückt halten. Ich bin auch gleich da. Ach so, der will vernünftige Fackeln haben. So. Die muss ich glück an der Werkbank bauen, wa? Ja, so, ich bin da. Oder baust du den nächsten Tag? Lass uns das nächsten Tag machen. Ach, hast du schon ein bisschen fleißig hier? Ein bisschen. So. Na denn, gutes Nächtle. Gutes Nächtle. Bis gleich. Bis gleich. So, dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen, ich habe keine Fackel, einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, auch beim Panni reingucken, weil er macht ja was anderes. Dann seht ihr, was er auch noch macht. Und bis dahin, euer Wobra. Tschüss.